Ernteeinbringungen in diesem Jahr war eine Höchstleistung der deutschen Bauern. Das war so ein richtiger Kampf mit dem Wetter. Und bei uns in Süddeutschland sagt man dazu, das ist eine Schnappernte. Das Getreide muss vom Halm gestohlen werden. Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen mit der Einschränkung, dass eben in Teilen noch Weizen steht, mitteilen, dass wir eine überdurchschnittliche Ernte einfahren können, rund 5% über dem Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass rund 50 Millionen Tonnen Getreide geerntet werden in diesem Jahr. Ebenso positiv sieht es aus beim Thema Ölfrüchte, hier beim Raps. Hier gehen wir auch von einer etwas überdurchschnittlichen Ernte aus. Wir rechnen mit einer Erntemenge von so rund 5,8 Millionen Tonnen in diesem Jahr, was einem Durchschnittsertrag von 4,2 Tonnen pro Hektar entspricht. Aus der EU heraus exportieren hauptsächlich die Niederlande, Spanien, Griechenland und Polen Obst und Gemüse nach Russland. Beispielsweise exportiert Polen 500.000 Tonnen Äpfel nach Russland. Deutschland exportiert um 20.000, so circa 20.000 Tonnen Äpfel nach Russland. Und natürlich gibt es Marktverschiebungen, beispielsweise bei Äpfeln. Die polnischen Äpfel werden dann verstärkt auf den EU-Markt drängen. Und auch im Bereich von Gemüse, es geht niederländisches Gemüse nach Russland, wird hier natürlich auch ein neuer Absatzweg zu finden sein, sodass indirekt durchaus Wirkungen auf den deutschen Markt erfolgen können. Die EU-Kommission hat beschlossen, 125 Millionen Euro für Maßnahmen in Europa zur Verfügung zu stellen. Dies hieße dann, dass 5 Millionen Euro in etwa für Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Über die Modalitäten, wie und ob hier Mittel zu verwenden sind, muss jetzt noch gesprochen und muss diskutiert werden. Aber anhand der Zahl 5 Millionen Euro können Sie sicher nachvollziehen, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.